Huhu! Hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video von Lulu Crazy! Heute mache ich ein Haarvideo zum ersten Mal mit meinen neuen Extensions. Die sind gestern erst angekommen. Ja, also am Mittwoch vor, also am 4.2.2016 sind die angekommen. Ja, und hier, diese Frisur zeige ich euch heute. Ich sehe die zwar auch nicht so ganz genau, weil das rot ist, aber bei echten Haaren sieht das, denke ich mal, schön aus. Und jetzt zeige ich euch, wie das geht. Dafür müsst ihr einen Zopf binden. Das habe ich hier schon gemacht. Und den Zopf in 5 Teilen. Also hier habe ich schon die erste Strähne, die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte. So, das muss das was... Das wird, tun wir mal weg. Also das muss man zweizöpfig machen oder das kann man auch nur mit einem Zopf. So, ich kann das am besten nur auf dem Tisch. So, dann nehmt ihr euch, tut ihr die Haare ein bisschen aus Seite. Nicht ganz aus Seite, weil ihr habt die euch gerade ganz schön gelegt. Oder du hast die hier so schon 1, 2, 3, 4 Strähnen schon gelegt. Nicht, dass die jetzt hier so verwurzelt sind. So, dann nimmst du die Strähne und nimmst die gegenüber. Das sieht man gar nicht. So, dann das sind deine 5 Strähnen. So, und dann nimmst du die zweite und tust die da drüber. Da drüber der anderen. Und dann nimmst du die dritte Strähne und tust die hier hin, also drunter diese Strähne und die nächste genauso, die tust du drüber der letzten Strähne und die andere genauso unter der letzten Strähne. So, das Ganze machen wir jetzt nochmal. Das ziehen wir jetzt nur einmal fest. So, ich weiß schon, das war schon kompliziert, aber wenn man es macht, kriegt man schon hin. So, dann die nächste Strähne. Also drüber tun, drunter der Strähne, dann drüber die Strähne und wieder drunter der Strähne. Und alles wieder schön festziehen. So. Dafür benötigt ihr halt nur 2 Haargummis für Zöpfe. Den Ende könnt ihr hier auch abmachen. Und noch ein Haargummi. Am besten eignen sich die Lumbänder. So, dann tut ihr das hier. Oh, Handy, bleibt doch mal stehen. So, dann tut ihr die linke Strähne wieder da drüber. Und die andere Strähne wieder darunter. Für mich ist das jetzt gar nicht leicht, weil ich mein Handy, sagen wir mal so, halten muss. Und ja, also das ist schon irgendwo aufgehangen, aber ich muss hier halten, damit ihr, meine Fans, eher gesagt, oder ihr es seht, oder du es siehst. So, dann musst du das hier noch so ziehen. Und schon sieht man langsam so ein, eher gesagt, Muster. So. So. Jetzt darf mein Handy sich nicht mehr bewegen. Ja, es schafft sich nicht zu bewegen. So, jetzt müsst ihr das halt dann nach hinten ziehen. Und dann hier drüber die Strähne, drunter die Strähne, drüber die Strähne, drunter der Strähne. Und danach ist diese Strähne jetzt hier, also da wurde alles so gelegt und dann wieder nach links. Und dann die nächste Strähne.
drüber, drunter, drunter, drüber, drunter und dann schön alles festziehen, Strähne nach links legen und die nächste Strähne. Hey, warte mal. Also hier ist die Strähne, drunter, drüber, drunter wieder legen, die andere Strähne und die andere Strähne wieder drüber. Und dann die nächste Strähne nach links und hier ist wieder die neue Strähne und das die neue Strähne, also die linke Strähne da drüber, dann die andere Strähne da drunter, dann hier wieder drunter und so macht ihr jetzt weiter. Und wenn ihr so fertig seid, so jetzt sind wir fertig. Und jetzt nehmt ihr einfach ein Lohnband, also ihr müsst immer drüber, drunter, drüber, drunter, drüber, drunter. Jetzt nehme ich mein Lohnband und mache die Haare fest. So, und so sieht das bei euren Haaren ungefähr aus. Also das sind jetzt nur Extensions. So trägt ihr dann diese tollen, schönen Zöpfe. Hier ist das besser gelungen. Ich habe das auf dem Tisch gemacht. Vielleicht kriegt ihr es besser hin. Ihr könnt auch manchmal ziehen. Ich kann euch nochmal die letzte zeigen. Also ihr hattet hier, ihr wart irgendwo, sagen wir mal hier. Hier und hier, das sind eure Strähnen. Dann drüber, dann drunter, dann drüber, dann drunter. So, und dann zieht ihr die Strähne einfach wieder hier hin. Und hier könnt ihr schön alles so ein bisschen hier so alles so schön eng ziehen oder locker, locker. Sieht es manchmal besser aus, manchmal nicht. Müsst ihr mal gucken, wie euch gefällt. Und drüber die Strähne, drunter die Strähne, drüber die Strähne, drunter die Strähne. So, zieht ihr die Strähne nach links. Und jetzt wieder 5 Strähnen. Drüber, drüber die Strähne, drunter die Strähne. Hey, bleib hier. Drüber die Strähne, drunter die Strähne. Ist fast wie Flechten, nur mit 5. Und jetzt sieht es besser aus, finde ich. So, und jetzt könnt ihr das halt zuknoten. Ich mache jetzt hier nur 1, 2 mal drum wickeln. So. Sieht das aus? Und ja, wenn es euch gefällt, diese schönen Zöpfe zu machen, dann macht ruhig nach. Und ja, dann sehen wir uns, sagen wir mal, gleich, weil gleich kommt noch ein Video. Das nennt sich die unnötigsten Dinge, die man echt nicht gebrauchen kann. Und ja, dann bis gleich. Tschüss. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns bitte am besten 2 Daumen nach oben. Nein, nein, 1 Daumen nach oben. Wenn leider nicht, dann auch doof, aber dann auch einen runter. Und Kommentare umsonst. Abonnieren umsonst, ja. Und viel Spaß bei dieser schönen Frisur nachmachen. Oder wollt ihr nur rumsitzen und immer so eine langweilige Frisur tragen, dann macht euch die langen Haare. Also die Frisur für lange Haare. So, die könntet ihr auch am besten auch für ganz lange Haare nehmen. Oder ungefähr, sagen wir jetzt mal hier. Also ungefähr so kurze Haare. Das geht auch noch. Aber so kurz, das geht auch, aber
allerlängste so. Am besten wäre es so. Aber wenn ihr nicht so lange Haare habt dann und es wollt, dann ja. So, jetzt mache ich das mal wieder auf. Und das könnte ich sehr einem Mädchen mit sehr langen Haaren empfehlen. Weil die meisten tragen ja sowas. Also ganz schöne Frisuren gerne, aber die sind schwer und die ist gar nicht so schwer, ja. Und dann tschüss, bis zum nächsten Video. Hier war Lulu. Crazy. Tschüss. Extensions. Übrigens, die heißen Extensions und die könnt ihr euch bei Amazon holen.